Der Trend zeigt ja, dass Fintechs zu Banken werden wollen. Da frage ich mich manchmal, warum nicht Banken zu Fintechs werden wollen oder sollen. Und da sind wir wahrscheinlich bestens prädestiniert, unser Banking mit unserer Software-Historie zusammenzubringen und eine optimale Symbiose darzustellen. Die großen Vorteile, die Stärke einer Inhouse-Lösung ist, dass man das ganze Orchester sozusagen, wenn man jetzt als Dirigent sprechen würde, beeinflussen kann. Man kann die Prioritäten setzen, man kann sozusagen als Dirigent Forte und Piano verändern, man kann die Rhythmen verändern und das kann man, wenn man die beiden Disziplinen, Banking wie auch IT beeinflussen kann, kann man das Schwergewicht so legen, dass man gewisse Prioritäten auf eine Schnittstelle, beispielsweise auf eine Open API-Schnittstelle legen könnte, wenn einem den Nutzen aus Sicht Bank offensichtlich ist, was es auf unserer Sicht so ist, weil wir sehr gerne mit Fintech zusammenarbeiten und auch von ihnen lernen, weil sie andere Denkansätze verfolgen. Start-up-Firmen sind viel schneller unterwegs. Wenn man früher grundsätzlich machte man eine Jahresplanung und dann war das Jahr eigentlich verplant. Und das ist bei Startups definitiv nicht so. Die haben eine Idee, die muss dann realisiert werden. Und das macht einen großen Vorteil, wenn man mit uns zusammenarbeiten kann, wenn wir unsere Synergien zwischen Banking und IT optimal nutzen, zusammen mit Fintechs. Weil wir sind dann schnell im Entscheiden, schnell im Handeln und wir können individuell auf die Fintechs eingehen. Wir können uns für ein Produkt entscheiden, eine Kooperation entscheiden und sind aufgrund unserer kurzen Entscheidungswege, die normalerweise im Kreditgeschäft vielleicht angewandt werden, jetzt auch einen großen Vorteil in Zusammenarbeit mit Fintechs. Das Wichtigste ist, dass man überhaupt weiß, dass man zuhören soll, dass man versuchen soll zu lernen und die Probleme des anderen ernst nehmen und ihm Chancen bieten und dann auch die Regulation vielleicht so anzupassen, dass die Chancen genutzt werden können.